Die Schaltung und sonst gar nichts. Das sind Fieberblasen auch von einem kleinen Mädchen. Moment, Fragen später. Okay. Gut, das heißt also, auf der energetischen Ebene balancieren wir die Meridianenergien, indem wir diese Antennen aufbringen, und über die Umschreibungen gehen wir in den Informationsbereich rein und heben die Zellspannung. So sieht eine Meridianbalance aus. Das sind die Punkte, die ausgewählten Punkte, auf denen wir mit diesen Antennen arbeiten. Da hier sind die Meridiane, die balanciert werden. Dann gibt es auch noch spezielle Punkte, also systemische Punkte, Mykosenpunkt, Toxinpunkt, Allergiepunkt. Das heißt, also, da kriegen wir auch Informationen, welche Toxine im System sind und so weiter. Das sieht dann so aus, wenn man das messtechnisch nachvollzieht. Die roten Balken zeigen Ihnen bei diesem Gerät Überenergie, die grünen Balken balancierte Energie, blaue Balken Unterenergie. Das ist eine Dame, 2004, um 20.24 Uhr. Hier sind alle Meridiane von Lunge, Dickdarm, Magen und so weiter. Ich langweile Sie nicht, damit Sie sehen, was passiert. Ne? Die ist ziemlich gestresst gewesen, wie sie angekommen ist. Dementsprechend ist sie, war sie heftig in Überenergie. Anschließend bemale ich den Meridiankörper, vermesse ihn mit meiner Einhandroute, bemale ihn mit den Umkehrgeometrien. Das war mein Befund. Am Herzmeridian was, am Lebermeridian was, am Nierenmeridian was, der Kreislaufpunkt hat was gezeigt und der Toxinpunkt. Und das war die Messung anschließend. Das ist jetzt 21.27 Uhr, das heißt eine halbe Stunde später. Wie Sie sehen, die Überenergien gehen alle in die Balance, in die Mitte. Sehr schöne Mittelung auch, wenn Sie diesen Kurvenverlauf folgen. Was wir immer sehen, ist, dass ein Meridian, manchmal zwei, in die Unterenergie gehen, sofort, weil sofort der Entgiftungsprozess anfängt und der Meridian sofort Energie rauszieht, weil er sonst mit zu vielen Giften überschwemmt wird. Das haben wir bei allen gesehen. Das ist der Zahnmeridian von derselben Dame, vom 1.8er bis zum 2.8er und hier, das ist anschließend. Und das haben wir natürlich nicht nur mit einer gemacht, das haben wir mit vielen gemacht, das ist wieder eine andere Dame. Überenergie im Magen-, Dünndarmbereich, Gallenbereich, das war meine Diagnostik, die ist jetzt nicht so interessant, das ist die Messung anschließend. Auch hier zu sehen, Kreislauf Sexus Meridian ist komplett weggebrochen, für eine kurze Zeit, das reguliert sich dann innerhalb von ein, zwei Stunden aus, aber das ist immer eine Erstreaktion, das ist ähnlich wie in der klassischen Homöopathie auch. Sie geben in das System Informationen rein und das System reagiert sofort. Das ist der Zahnmeridian, das war Zahnärztin, der war besser wie bei der anderen und der hat dann eben auch so ausgeschaut. Und als letztes, da habe ich noch ein paar Minuten, als letztes zeige ich Ihnen noch so erste kleine Schritte mit dieser Polycontrast Interference Fotografie. Das ist sozusagen diese Leinwand, die Sie hier sehen, ist die Referenz. Das heißt, diese Verteilung der Farben durch das Licht. Und davor wird dann eine Person gesetzt, damit wir immer denselben Hintergrund haben, damit wir was sehen. Und was ich Ihnen hier zeige, ist einmal nicht eine Meridianbalance, sondern eine Umkehrantenne, die lokal am Körper gesetzt wird. In diesem Fall war das ein Schulter-Arm-Syndrom. Sie sehen hier das Energiefeld am Rücken als Schmetterling in sich geschlossen. Sehen Sie das? Und hier der Abfluss auf der Seite ist harmonisch, auf dieser Seite ist er zerrissen. Das heißt, die ganze linke Seite durch diesen Schmerz und durch das Gebrechen ist auch der Energieabfluss gestört. Das ist im Stehen und im Sitzen. Dann wird eine Geometrie gesetzt. Sie sehen sie hier, ein Sinus sitzt hier. Und Sie sehen, wie das Feld aufgeht. Und 10 Minuten später sieht das so aus. Das Feld ist komplett geöffnet. Die Meridiane fließen wieder, wie sie fließen sollen. Man sieht auch hier sehr schön die Sinusgeometrie. Die ist nur mit einem Filzstift aufgemalt. Ne? Das heißt, der Verlauf vorher, kurz nach dem Setzen des Zeichens, eine Stunde später. Das ist das, was Energie- und Informationsmedizin leisten kann. Was man auf der physischen Ebene noch spürt, ist, der Schmerz reduziert sich. Sie sehen auch hier, der Abfluss der Energie hat sich wieder normalisiert. Sehen Sie den Unterschied? Das heißt, die ganze Seite ist wieder energetisch durchblutet, wenn Sie so wollen, oder gut durchblutet oder gut in seiner Schwingung. Das ist passiert, das haben Sie jetzt gerade gemacht. Sie haben gesungen und getönt. Das ist eine Musiktherapie vorher. Das ist eine Patientin. Und hier, nachdem sie Kopfhörer aufgesetzt kriegt und Vokale, so wie Sie sie auch getönt haben.
über die Kopfhörer zu hören gekriegt. Und Sie sehen, das ist die Hintergrundwand, wie immer, und das ist die Abstrahlung des Körpers, wenn der Körper in seine Energie kommt. Sehr deutlich zu sehen, finde ich. Das ist noch eine ganz spannende Geschichte, ein Forschungsprojekt, das wir momentan auch betreiben. Wir verreiben klassisch, wir machen klassische homöopathische Verreibungen, das ist Ihnen vielleicht kein Begriff, aber da sitzen Menschen irgendwo und reiben einen Stoff und entblättern seinen Wesenskern, wenn Sie so wollen. Das ist eine rein energetische Arbeit. Das war vorher der Raum. Die Kamera ist fix geblieben, die Lichtverhältnisse haben wir identisch gehalten und Sie sehen an dieser Fläche hier und an dieser Fläche hier sehr deutlich, was da passiert. Das heißt, die vorher sehr verdichteten dunklen Farben beginnen sich in hellgrüne, orange Farben, die ein Zeichen für Lebensenergie sind, aufzulösen. Auch hier diese dunklen, orangen Teile werden in hellere, in dem Fall leicht lila, Farben verwandelt. Das heißt, mit dieser Kamera ist es möglich, in einen Raum hineinzufilmen und die Energie des Raumes darzustellen. Also was da in Zukunft noch möglich ist, ist wirklich noch nicht abschätzbar. Weil auf diese Art und Weise kann ich, wenn ich einen Raum betrete und ein energetisches Objekt in den Raum bringe, wirklich sehen, verändert sich die Energie im Raum oder ist das ein Placebo? Weil wenn in einem Raum nichts passiert, dann passiert eben nichts, egal was ich da jetzt reingelegt habe. Ne? Gut, das war's für mich. 3 Minuten für meinen Nachfolger. Vielen herzlichen Dank.